Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Tiny Cow. Ich nehme das hier jetzt 3-4 Stunden nach dem letzten Part, der schon draußen ist, auf. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken, ich verlinke den unten und packe hier auch noch eine Infokarte rein. Also alles gechillt. Oben rechts jetzt Infokarte. Einfach mal abchecken. Und ja, ich war jetzt 3-4 Stunden weg und ich habe 5 Millionen Geld und 2600 Kühe. So, welcome back while you were away, you earned 5 Millionen Geld und deine Farm hat 2600 scheiß Kühe gemacht. Alter. 500 fucking Millionen. More cows produce more milk for cheese so you make more money. Keep making cows. Oh, ich habe gar keinen Platz mehr. Ja. Dann will ich jetzt alles einfach mal zu einem Linhay upgraden. Das kann dann... Oh, ich brauche 4,6 Millionen für das nächste Linhay. Na gut. Oh. Okay, cool. Das kann ich noch nicht. Kann ich hier noch irgendwas upgraden? Ja, klar kann ich. Ich kann die... halt den Cheese, die sie transportieren können. Raiden. Ah, das ist noch eine Zeitung. Philadelphia Cheese Inquirer. No more sparkly fingers. Leonardo di Camembert proposes to his wife with a ring made of cheese. Analysts warn that this may be the start of a new fad that replaces diamonds. Cute. Ja, gut, okay. Für 6 Millionen Video. Ich weiß nicht, aber okay, mache ich jetzt mal kurz. Leute, ich packe hier kurz einen kleinen Cut rein. Sehen wir uns gleich. Ja, Leute, ich bin jetzt wieder da. Und wir können 6 Millionen Money kassieren erstmal. Okay, dann werden wir noch das nächste Check zum Lil Hay machen und das Random Gift einsammeln. Alter, das ist geil. Was sollen wir jetzt holen hier? Hier gibt es ja genug Sachen. Factory Capacity oder wie auch immer. Cheese Earnings. Oh ja, nochmal 25%. Jetzt krieg ich 2000 die Sekunde. Ist das gut? Eigentlich würde ich sagen ja. Oh mein Gott, war das. Okay, nicht mehr lange. Mal hier, zack, das machen. Wie lange brauche ich noch bis Tier 3? Ach, Tier 3 kann ich schon machen. Okay. Ah, gut. Wir werden uns auf jeden Fall noch ein bisschen Moochan holen. 0,05% Cheese Value Bonus for each running cow. Erstmal das Random Gift wieder kassieren und hier kurz gucken. National Geographic Sheep Cow. Belly Cow was... that was adopted by a mother sheep has started getting sheepy characteristics including a thicker than usual coat and sheepy milk. Ja gut, wir haben in der letzten Folge ja auch schon erfahren, dass dieses eine Schaf die Kuh aufgenommen hat. Und ja, ich hole mir jetzt erstmal noch ein bisschen hier Kühe ran. Boom, 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 boom. Oh, da. Kommt's jetzt her? 27.000 Cash. Ich halte hier einfach nur noch drauf. Das ist wohl einfach das Angenehmste. Einfach draufhalten. Ja, und dann geht's ab. Immer mehr Kühe. Ah, es gibt wieder einen neuen von National Geographic. Super Cow. A cow of strange superpowers has been performing... heroic deeds in the countryside. Its identity is yet unknown. Holy cow. Habe ich viel später gesagt. Aber gut. Ja, ich kriege jetzt 4 pro Sekunde. Kann ich so wie machen, dass ich mehr pro Sekunde bekomme? Ich habe das ja eigentlich gemacht hier.
Ah, das war bei Premium, oder? Ja. Old Cow Button for plus 2 Cows pro Sekunde. Ja, das kostet 58 Käse. Ah. Boah, aber 55. 0,1% Cheese Value Bonus for each Running Cow. Glaube ich, ist ganz gut. So, dann das Random Gift. Wie viel gerückt das Video? 14 Millionen. Ja, Leute, ich bin noch mal ganz kurz weg. So, Leute, ich habe das jetzt gemacht. Und ich habe jetzt 14.359.000 Geld bekommen. Easy, Alter. Kann ich das echt noch, kann ich das echt noch mal upgraden? Nö. Wie viel kann man denn das Maximum? Wie viel hat das Maximum? Multropolis. 35 Millionen Kühe. Alles klar. Okay, komm, noch ein Bird. Das nämlich unten steht, Curve and Go, make one more birds. Drop the packages. Okay, da ist noch ein Vogel. Fertig, Alter. Boom. 6 Käse, das ist doch gut, das ist doch gut. Start a new farm for a new cheese. What? Alles klar. Okay, das ist es auf jeden Fall noch nicht. Alles klar, hier kann ich doch noch so mal machen. Ich verstehe es aber nicht, weil hier unten steht Start a new farm for more cheese. Oder new. Start a new farm for a new cheese. Das heißt. Ah, okay. Cheap cheese from a cow. Amazing, right? But your cows are up to the task now. Ja, gut, okay. Feta. Kann ich dann auch bald machen. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe es einfach nur nicht. Langsam bin ich echt zu dumm dafür. Das Spiel macht mich komplett fertig. Ich verstehe das Goal, das ich gerade habe, nicht. Ah. Ah, doch, ich verstehe es doch. Ich muss einfach nur den Käse, 9 Käse. Okay, gut, okay, jetzt. Starting over. Start a new farm for a new cheese. Krieg ich da eine komplett neue Farbe oder was? Das wäre das Obergeilste. Oder nochmal ganz komplett von neu anfangen, halt mal einfach mit einem Käse, der mehr wert ist. Ja. Da werde ich das einfach nur noch kurz machen. Und diesmal ist es, der wird es nicht so eine lange Folge. Aber ich glaube, das ist auch dann nicht so schlimm. Das gucken wir uns dann nicht an. Ich warte jetzt einfach gerade nur, bis es endlich fertig wird. Ich kann ja einfach bis zu dem Käse hier. Ein Nonillion. Alter, was ist denn eine Nonillion? Oh, 74 Millionen Value. Und ich brauche theoretisch nur noch eine Farm. Eine Million Value. Mache ich einfach noch ein bisschen. Bisschen Kühe noch. Lass den sein Package droppen. Droppen. Ja, dann geht's ab. Oben links unter dem Diamond Cheese steht ja schon 1, keine Ahnung. Jetzt kommen wir fast 1,40. Jetzt nicht mehr, weil ich ja gerade kurz mal Upgrade the Cheese and Surge Forward Fast. Väter! Und jetzt krieg ich eine neue Farm, oder wie? Ja, komplett neue Farm, Leute. Ich würde sagen, Leute, die neue Farm, die beginnen wir in der nächsten Folge. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ciao.